Und jetzt kommt, wie versprochen, das erste Kapitel, sprich das erste Technik, das auch wirklich funktioniert. Und zwar, wie hält man den Schirm, wie stößt man mit dem Schirm, wie steht man? Prinzipiell ist es so, wenn der Schirm nach vorne ausgestreckt ist, kann ich ihn einfach wegnehmen, hatten wir schon. Deshalb muss der Schirm möglichst weit weg von mir sein, sprich seitlich. Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, dass der ganze Stand, Ihre Füße, die Haltung ebenfalls seitlich ist zu mir. Das hat zwei Vorteile. Vorteil Nummer eins, wenn ich jetzt versuche, den Schirm zu greifen oder nur auf Sie losgehe, laufe ich direkt in den Schirm rein. Und dann hat das Ding wirklich richtig Schwung, weil Sie von entsprechend weiter hinten ausholen kann. Sie oder ihr, je nachdem, wer das Ding in der Hand hat, ihr habt wesentlich mehr Weg. Das heißt, auf die Art wird der Impact wesentlich höher. Aber das ist nur der erste. Der zweite Vorteil ist der, wenn du frontal zu jemandem stehst und dich schubst jemand, dann passiert üblicherweise Folgendes. Ja, blöd. Sowas machen Leute gerne, um jemanden aus der Fassung zu bringen, um jemanden zum Stürzen zu bringen. Und dann ist es sowieso sehr, sehr schwer. Das heißt, in dem Fall seitlich stellen. Einfach seitlich zu mir. Der Witz ist nämlich jetzt der. Jetzt ist das Gewicht auf beide Beine verteilt, gleichmäßig. Wenn ich sie jetzt schubse, dann sieht es so aus. Ja, tu mir den Gefallen und stolper wenigstens ein bisschen zurück, dann sehe ich nicht gar so doof aus. Oh, vielen Dank, sehr freundlich. Also ihr seht, und das ist hier nicht gefaked, okay, wir tun hier nicht so, als ob. Es ist tatsächlich so. Wenn du seitlich stehst, hast du eine ganz andere Möglichkeit auszubalancieren, wenn man das mal langsam macht. Sie muss im Prinzip nur mit dem rechten Bein, ist in dem Fall das rechte Bein, wenn man andersrum steht, dann das linke, jeweils der hintere Fuß, das hintere Bein, kommt mehr Gewicht da drauf und dann kann man damit wunderbar ausgleichen. Sprich, wenn ich jetzt hier nur mal langsam schiebe, das ist die ganze Sache. Das sieht dann so aus. Dann kann dir das ganze Ding die Energie von meinem Schubs hier sehr schön ausgleichen. Und sie hat nach wie vor Augenkontakt zu mir. Sprich, sie kommt nicht in die Situation, dass sie irgendwo mit den Armen rudert, dass sie auf den Boden fällt, was mir dann ermöglicht, sehr schnell zuzugreifen. Das ist damit weg, okay? So, jetzt nochmal zum Schirm. Der wird auch seitlich gehalten, die Spitze zu mir. Die hintere Hand ist am Handgriff, die vordere Hand ist hier oben drauf. Und wenn ich jetzt versuche, ihr den Schirm wegzunehmen, dann laufe ich direkt rein. Bin ich jetzt hier hin, no chance, dann laufe ich direkt rein. Wenn ich auf sie losgehe, laufe ich direkt rein, okay? Also da, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die müsst ihr auch üben. Es geht immer darum, den Schirm außer Reichweite eines Angreifers zu halten. Ganz, ganz wichtig, okay? Es gibt im asiatischen Raum einen schönen Spruch, der lautet, eine geworfene Waffe ist eine verlorene Waffe. Das heißt, hier übertragen auf den Sicherheitsschirm, ein Schirm, den du irgendwie vor dich hinhältst, ist eine verlorene Selbstschutzmaßnahme, ein verlorenes Werkzeug, um dich zu schützen, denn dann komme ich ran und nehme es dir einfach weg. Deswegen seitlich, sehr, sehr wichtig. Okay? Gut. Und hier die erste versprochene Zusammenfassung des vorangegangenen Kapitels, beziehungsweise die Details dazu. Die sind nämlich sehr, sehr wichtig. Ihr habt jetzt gesehen, wie man den Schirm hält und wie man damit zustößt. Ja. Und jetzt die Erklärung, wie man den Schirm genau hält und warum man ihn so hält, wie ich es euch jetzt gleich erkläre. Die Sache ist so, wir waren uns einig. Eine Hand ist vorne, eine Hand ist hinten. Jo. Aber im Detail, jetzt wird es interessant. Gehen wir davon aus, dass wir die Sache so haben, wie wir es vorhin im Video besprochen haben. Ihr steht seitlich, um euch zu verteidigen. Klar, die Angriffsfläche ist eine wesentlich kleinere. Die Sache mit dem Schubsen, mit dem Stoßen, mit dem Umstoßen, die muss ich nicht weiter erklären. Das sollte eigentlich jedem klar sein. Jetzt zu den Händen. Erstmal die vordere Hand. Wenn ihr mit der rechten Seite zurück seid, sprich, wenn der rechte Fuß, das rechte Bein hinten ist, dann fasst ihr den Schirm mit der linken Hand und zwar von oben.
Ja, jetzt die Frage, warum von oben? Wenn ihr den Schirm von unten fasst, was auch immer wieder gezeigt wird, aber glaubt mir, das ist sehr gefährlich für euch. Denn wenn ihr den Schirm von unten fasst und jetzt beispielsweise mit dem hinteren Ende anschiebt, dann verdreht ihr euch hier, aua, dann verdreht ihr euch hier selber das Handgelenk. Okay? Und das kann, wenn es wirklich schnell geht, im Eifer des Gefechts, tatsächlich brechen. Und das ist ja wohl das Letzte, was ihr wollt, oder? Also wenn euch jemand erzählt, nimm den Schirm vorne wie so ein Spieß, dann könnt ihr gleich sagen, ah, danke, nein, das bringt nichts, weil probiert es einfach aus, okay? Also ich erzähle hier keine theoretischen Abenteuer, es ist wirklich so. Nehmt den Schirm in die Hand, nehmt ihn so von unten, wunderbar, eng am Körper hier dran, wie man es machen soll. Ich erkläre auch gleich, warum eng am Körper. Und dann hebt einfach mal hinten an. Und da werdet ihr sehr schnell merken, aua, dass das wirklich unangenehm ist, das tut weh. Und wenn ihr das Ganze wirklich im Eifer des Gefechts ruckartig macht, dann könnt ihr euch von eurem Handgelenk verabschieden. No way. Kein Scherz. Ernsthaft. Deshalb von oben. Wenn ihr den Schirm von oben fasst, kann euch überhaupt nichts passieren. Denn das Handgelenk ist hier überall wunderbar beweglich und drehbar. Von unten knack. Von oben safe. Okay? Gut. Jetzt die hintere Hand. Die hintere Hand, wie erkläre ich es am einfachsten? Oh, ich könnte es jetzt wunderbar kompliziert erklären. Wenn man sich die Mittelsäule als eine Linie denkt, die sich gerade durch den Griff fortsetzt, dann erzeugt nun mit der anderen Hand einen rechten Winkel. Sehr schön, klingt wahnsinnig wichtig, machen wir es einfach. Hier gerade Mittelsäule und Griff und eure Hand legt ihr so auf, dass das Ganze hier einen rechten Winkel ergibt. Okay, nicht irgendwie so, nicht irgendwie so, so, einfach so. Warum? Kommt auch gleich. Also, wir sind uns jetzt einig, die vordere Hand kommt von oben. Die hintere Hand fasst direkt so, dass der rechte Winkel hier ankommt. Denn nur auf die Art, wenn ihr wirklich genau im rechten Winkel die Handfläche hier drauf habt, beziehungsweise dann fasst, nur dann habt ihr eine 100%ige Kraftübertragung in die Länge des Schirms, sprich dann auf die Spitze des Schirms, wenn ihr irgendwo zustoßt. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr irgendwie seitlich hier dran seid und da zustößt mit dem Schirm, dann werdet ihr als erstes wahrscheinlich hier wegrutschen und das ist auch nicht so gut. Und zwar entweder nach innen wegrutschen oder nach außen, auch blöd, denn dann ist die ganze Aktion komplett für den Ärmel. Und wie gesagt, die Kraftübertragung löst sich in Luft auf. Deswegen im rechten Winkel hier hinten. Und damit dann, bam, damit ist die Kraftübertragung maximal hoch. Und das wollt ihr ja, ne? Gut, jetzt die andere Sache. Es wird immer wieder gezeigt, oder man sieht es immer wieder, dass die Leute zum Beispiel so dastehen. Zwar die Hände richtig, aber hier so vom Körper weg irgendwo. Das sieht vielleicht abenteuerlicher aus als so, aber es ist nutzlos. Und warum? Weil ihr nämlich, ich zeige es mal mit der anderen Seite zur Abwechslung, ihr seht, andere Seite, auch die Füße verändern sich. Jetzt ist der linke Fuß hinten, das heißt die linke Hand fasst, rechte Hand fasst aber von oben. So. Wenn ich den Schirm hier draußen habe und jetzt so damit zustoße, dann stoße ich im Prinzip nur hier, wie beim Armdrücken, so aus dem Ellbogen raus. Das heißt, die ganze Kraft, die ihr potenziell zur Verfügung habt, löst sich in Luft auf. Sprich, alles verpulvert. Alles umsonst. Wirkung? Naja. Wenn ihr den Schirm aber hier eng an den Körper ranbringt und jetzt bei dem Stoß den Körper noch ein bisschen mit reindreht, dann habt ihr den gesamten Körper, das gesamte Körpergewicht, die ganze Wucht, die ganze Energie, die Bewegungsenergie, habt ihr hier bam, mit drin. Und das ist wirklich heftig. Und das Ganze konzentriert, wie ich schon erklärt habe, eben in der Schulung selber, das alles konzentriert auf diese kleine Spitze. Das ist heftig. Das ist ja genau das, was ihr wollt. Denn ihr wollt euch ja wehren, ihr wollt euch ja schützen. Okay, nochmal. Den Schirm hier halten, hier oben, sieht vielleicht irgendwie so ein bisschen James Bond-mäßig aus, weiß ich nicht. Sieht sehr wichtig aus, aber es bringt nichts. Eng hier am Körper, denn nur auf die Art könnt ihr wirklich die ganze Energie, die Wucht, die Bewegungsenergie des Körpers hier mit reinbringen. Okay?
Dann auch nochmal zum Thema die Hand hier oben. Es gibt auch Videos oder irgendwelche Kurse, da heißt dann, den Schirm so halten. Sprich, beide Hände hier oben. Völlig witzlos. Damit werdet ihr euch zwar die Hand nirgendwo brechen, aber dann habt ihr nur noch so ein kleines bisschen Schub hier oben. Alles, was hier aus diesem Übergang zwischen Oberarm und Unterarm kommt. Und damit, mehr ist das nicht mehr. Das ist dann so ein, hey Sie, nicht vordrängeln. Hallo, Sie da, stellen Sie sich hinten an. Zu mehr ist das dann nicht mehr Nütze. Das bringt dann nicht mehr als das. Okay? Die Hände beide hier oben ist das Falscheste, was ihr tun könnt. Das kommt gleich nach dem hier. Okay? Also, vordere Hand von oben, hintere Hand hinten hier am Griff. Und dann wirklich hier, bam! Dann habt ihr Wucht, dann habt ihr Energie und Geschwindigkeit. Und das hier, das ist zu mehr gut, als nur zu jemandem sagen, dass er sich hinten anstellen soll. Glaubt mir. Alles klar? Gut. Ja, und weiter geht's mit dem nächsten Kapitel.